Hallo, mein letztes Video war ja für Kinder. Da habe ich ja diese nachgemachten Karazzas gemacht. Heute mache ich mit dem Rest Fleisch unter anderem eine richtig tolle, gesunde Eiweißbombe. Kann man essen nach dem Sport, ist gut für Männer, aber auch für Frauen. Und ich muss euch sagen, ich musste die ja alleine essen, da ich ja alleine bin. Aber mir hat sie richtig gut geschmeckt. War natürlich auch gesund. Wie gesagt, ist ja Low Carb, High Protein. War wirklich mega gut. Ich hatte das Fleisch angebraten, habe das dann in zwei Scheiben geschnitten und habe in der gleichen Pfanne zwei Eier reingehauen. Weil ich wollte, dass der Geschmack von dem Fleisch und alles noch in die Eier mit rüber geht. Was mir auch sehr gut gelungen ist, muss ich sagen. Ja, dann habe ich überlegt, was mache ich drüber oder drauf oder rein. Habe geguckt, was ich im Kühlschrank habe und was gut schmeckt. Jeder kann es ja individuell befüllen, wie ein Hamburger oder so, aber ich habe das halt so gemacht, wie es mir so im Kram gepasst hat. Ich musste das ja schließlich auch essen. Also ich habe hier meine scharfe Soße genommen. Ihr wisst ja, ich esse gerne scharf. Und da nehme ich halt diese chinesischen Soßen sehr gerne oder das arabische Harissa esse ich auch sehr gerne oder chinesisches Sambal Oelek. Ja, dann habe ich eine Zwiebel genommen, habe die in ganz dünne Scheiben geschnitten und habe damit die eine Seite belegt. Mein Ei brutzelte in der Zeit schön langsam weiter, damit es gar nicht verbrennt. Du kannst gerne abonnieren, liken, kommentieren, teilen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt kam Tomate. Tomate ist ja auch immer lecker. Auch in dünne Scheiben geschnitten. Auch belegt damit. War ganz schön heiß die Pfanne bzw. das Ei. Hat sich nicht so händeln lassen, wie ich das gerne gewollt hätte, aber im Endeffekt ging es dann doch irgendwie. Nicht schön, aber selten. Rote Paprika habe ich auch in dünne Streifen geschnitten, auch zum Belegen genommen. Wieder scharfe Soße.
habe ich Butterkäse genommen, ab in eine Mikrowelle, so lange, bis der Käse richtig schön geschmolzen ist. Wer möchte, kann natürlich, wenn das Ganze fertig ist, auch nochmal oben drauf Käse machen und das im Ofen noch überbacken. Also hier sind der Fantasie keiner Grenzen gesetzt, aber mir war das schon richtig mega viel Protein. Mein Ei war fertig zum Belegen. Käse ist geschmolzen. Jetzt habe ich die Hälfte von dem Ei abgemacht und in die erste, also als erste Füllung mit reingemacht. Das war so schon lecker. Ich liebe geschmolzenen Käse, du auch? Manchmal mache ich mir eine Tasse, da mache ich geschmolzenen, also Käse, lass den schmelzen und esse den einfach nur so mit Brot. Oh, herrlich. Jetzt habe ich das restliche Ei oben rübergepackt. Wie gesagt, hier könnte man ohne Probleme noch sagen, okay, wenn mir das nicht genug Eiweiß ist, packe ich da noch eine Scheibe Käse drauf oder Reibekäse oder Mozzarella ab in den Ofen oder eine Mikrowelle und nochmal schmelzen lassen. Aber mir hat das wirklich so gereicht. Das habe ich ein bisschen fixiert beim Schneiden, damit es mir nicht auseinanderrutscht, aber wäre sowieso nicht gerutscht, also das war sehr gut zusammengepackt. Wie gesagt, hat dir das Video gefallen, lass gerne ein Abo, ein Like, ein Kommentar da oder die Glocke drücken, damit du gar kein Video mehr verpasst, würde mich ja sowieso freuen. Da freut sich jeder Mann drüber. Aber ich als Frau habe es auch sehr genossen.